Heute ist hier in Amberg und in allen Kirchengemeinden ein besonderer Tag. Für viele, auch für mich, ist er seit vielen Jahren ein wichtiges Datum im Jahr. Wir zünden Kerzen an für all die Menschen, die im letzten Jahr von uns gegangen sind. Und mit diesen Lichtern erinnern wir uns jedes Jahr an die, die schon vorher gegangen sind. Wahrscheinlich sind heute in ganz Bayern tausende Kerzen angezündet worden für Menschen und für die Erinnerung. Lichter des Lebens. Dieser Sonntag, der Toten, der Ewigkeitssonntag, ist ein Erinnerungstag. Wir erinnern uns an unsere Lieben, die Bekannten und auch die Unbekannten. Es ist ein Tag der Traurigkeit. Und Trauer empfindet jede und jeder von uns sehr unterschiedlich. Die eine weint, der andere nicht. Der eine will reden, die andere will schweigen. Dem einen hilft Sport und Natur, die andere braucht das Tagebuch. Und dem dritten hilft nur Schokolade. Trauer braucht Ausdruck, Gefühle brauchen Gestaltung und sie müssen ihren Ort und ihre Zeit finden und haben. Und Trauer braucht Zeit. Und Trauer braucht niemanden, der sagt, ach, das wird schon wieder. Jede Trauer braucht ihre eigene, ganz eigene Zeit. Und manche Zeiten brauchen auch besondere Sprache. Da sprechen so viele Stimmen in uns und um uns und alles durcheinander. Im Moment ist so eine Zeit, da werden gedachte Selbstverständlichkeiten durcheinandergewirbelt, ganz wild. Hoffnungsvolle Annahmen, die du oder ich hatten, die werden pulverisiert. Meine tiefe Sehnsucht nach Beständigkeit, unsere tiefe Sehnsucht nach Frieden in der Welt ist auf eine harte Probe gestellt. In solchen Zeiten helfen manchmal gute Worte. Bilder vom anderen, Ideen aus der anderen Welt, Bilder der Zuversicht. Und genau mit solchen Bildern spielt der Prophet Daniel. Und wir hören Worte aus dem 12. Kapitel. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne, immer und ewiglich. Auf das erste Hören ist Daniel immer ein bisschen wirr. Christian Lehnert, der Theopoet, hat einmal zu diesem kleinen Abschnitt geschrieben, Daniel zeigt, wie im Horizont des Todes das Diesseits sich in einen offenen Raum verwandelt, der nicht mehr an das Jenseits grenzt, sondern sich mit ihm verschränkt. Das ist schön, aber auch schwierig, deshalb lese ich es nochmal. Daniel zeigt, wie im Horizont des Todes das Diesseits sich in einen offenen Raum verwandelt, der nicht mehr an das Jenseits grenzt, sondern sich mit ihm verschränkt. Diesseits und Jenseits verbinden sich. Gegenwart und Ewigkeit haben eine Verbindung. Ich finde das einen wunderschönen Gedanken für den Toten- und Ewigkeitssonntag.
Im Lauf meines Lebens habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass ich regelmäßig meinen Blick hebe. Den Blick so weit wie möglich zu halten. In meinem täglichen Klein-Klein, ich meine, das ist auf einer Synode ja nie so, aber sonst halt, immer wieder den Kopf zu heben und auf das Größere, auf das höhere Ziel zu sehen. Das, was wirklich zählt. Das, was so ganz in echt das Allerwichtigste ist. Und so lese ich diese Prophetenworte bei Daniel, geschrieben, um den Kopf und das Herz zu heben, mich ganz offen und weit für Gott zu machen und dadurch neue Orientierung für mein Leben zu bekommen. Und ich sehe dafür heute Abend 4 sorgfältig und liebevoll gemalte Bilder, Ideen von dieser Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits, die helfen sollen, in der Trübsal, in der Traurigkeit den Blick zu heben. Der Engel Michael steht für Menschen ein. Der schützende Engel ist eine Idee, die für viele Menschen tröstlich ist. Da gibt es irgendwo Boten Gottes, heilige Wesen, die sich einsetzen für dich und auch für mich. In der christlichen Bildsprache wird Michael immer mit dem Schwert dargestellt. Der haut das Ungünstige weg. Das darf keinen Platz haben. Er ist der starke Kämpfer, wenn ich es selber nicht mehr schaffe, für mich einzutreten. Er achtet auf meine Verbindung zu Gott. Dieser Blick auf das, was rettet, was tröstet, was hilft, ist so wichtig in trostlosen Zeiten, wenn das Trübsinnige so mächtig wird. In meinem Leben habe ich schon zahllose Engel erlebt. Manchmal in der Kirche, recht oft in der Kneipe. Menschen, die mich aus meinen Gedanken gerissen haben, die mich auf sehr unerwartete Weise in einem Moment geschützt haben und mir zum Engel wurden und deren Handeln ich vorbehaltlos bewundere. Wenn man so viele Stunden miteinander verbringt, wie wir jetzt in den nächsten Tagen, da sind eine Reihe von Engeln auch in so einem Veranstaltungsraum. Das zweite Bild ist das Buch des Lebens. In diesem Buch, über das Daniel schreibt, sind alle Namen geschrieben. Ich sehe dort Namen in wunderschöner Schrift, kalligraphisch perfekt gestaltet. Ich schlage es auf und sehe da die Menschen meines Lebens. Ihre Namen, die sie so kennzeichnen und so absolut unverwechselbar machen. Für immer sind sie geschrieben im Buch des Lebens. Sie durften leben und ich durfte sie kennenlernen. Eines Tages wird auch mein Name, so Gott will, in diesem Buch des Lebens stehen. Am liebsten in Schönschrift und deiner auch. Das dritte Bild ist das Bild des ewigen Lebens. Die im Staub schlafen, die werden dazu aufwachen. Zum Kern des christlichen Glaubens gehört dieser Gedanke des Wohnens bei Gott für immer. Sozusagen ewig Ostern, immer Licht, immer Sonne, immer warm, immer frei, immer hell. So tief du in deinem Leben unten im Staub gelegen bist, Gott holt dich heraus. Er holt dich ans Licht. Es ist eben nicht hoffnungslos, es ist immer Hoffnung da. Und Daniels viertes Bild für heute Abend ist das Bild vom neuen Leben, der Glanz des Himmels, die Sterne, die Verständigen, die Klugen, so schreibt er, werden wie die Sterne leuchten. Liebe synodale Gemeinde, kann das schöner gesagt werden? Kann das poetischer ausgedrückt werden? Die Klugen, die Verständigen,
Und ich sehe da einige hier in der Kirche sitzen. Ich sehe da viele hier in der Kirche sitzen. Die leuchten, die sind im Licht. Der Glanz kommt ins Leben durch Menschen. Menschen, die strahlen wie Sterne. Ich denke an eine Freundin, die mir seit vielen Wochen ganz unregelmäßig immer irgendwas schreibt. Meistens morgens. Oft ist ein Foto dabei, irgendwas, was sie gerade fotografiert hat. Und dazu schreibt, ich wünsche dir einen schönen Tag. Es berührt mich zutiefst, auch wenn es oft ganz triviale Bilder sind. Ich denke an das Lachen eines Kollegen, der so irre lacht, dass du gar nicht anders kannst, als mitzulachen. Es gibt diese ansteckenden Lacher. Gott, seien sie gepriesen, die leuchten weit. Der Glanz des Himmels, ach, wenn er doch noch viel öfter in unser Leben hineinbrechen würde. Vielleicht passiert es ja auch gerade jetzt in diesen Amberger Tagen. Und ich denke an diesem Abend auch an die vielen draußen in den Kriegsgebieten, die nicht aufgeben, die Wunden versorgen, die Obdach geben, auch in dieser Nacht, die für den Frieden eintreten, die an das Leben glauben, auch wenn gerade sehr viel Tod ist. So zünden wir heute die Lichter an. Für unsere Lieben. Für die, die noch leben. Für die, die uns schon vorausgegangen sind. Und voller Vertrauen, dass unser Gott uns den Weg weist. Durchs Leben. Mit seinem Licht. Am nächsten Sonntag beginnt überall die Adventszeit. Da werden wir dann wieder die Kerzen anzünden. Und wir werden singen. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Und am besten und am schönsten für immer und ewiglich. Amen.